Dann kann man, hat man ja eh, es geht ja ums Schreiben. Ja, also dann hat man eh keine Transaktionen. Okay, die Datenbank, die fasse ich gar nicht mehr an, weil wenn jetzt F-Sync auf off ist und meine Datenbank schmiert ab, aber ich habe da gar nichts Neues geschrieben, sagt er dann einfach nur, die Datenbank, die ist ja... Bei Read-Only, das geht ja hier ums Schreiben. Ja. Ne? Das geht ja darum, bei Read-Only schreibt er ja nicht, von daher ist das ja egal. Also, kann er ja nicht schreiben. Okay, aber Read-Only keine Transaktion erzeugen. Das ja, ist ja... Ja, was anderes ist, wenn der Master bei Read-Only ist ja in der Regel so ein Standby. Wenn der Master natürlich F-Sync off hat, ich weiß nicht gar nicht, was geht. In einer synchronen Replikation könnte da so mal was passieren, ja, aber. Okay, mehr Fragen? Ja? Das Raumwechsel. ja? Habe ich es richtig verstanden, dass unter Windows-Systemen bringt ein höherer Wert bei Shared Buffers als 512 MB eigentlich nichts? Muss man ausprobieren. Also wie gesagt, da muss man die Checkpoints mal mitloggen. Aber unsere Erfahrung ist halt, dass das Journaling, und das hat MySQL auch das Problem, dass die kaum was weggeschrieben kriegen, weil das Journaling da echt zu viel Zeit braucht. Und das Problem ist, man kann das Journaling ausschalten, aber... kann ich die Präsentation noch haben? Dann ist PDF, geht das? Ich hab einen Stick. Ja. Das so. Ich kann jetzt gleich hier rausgehen. Oder was ist das für ein Format? Können wir das gleich da machen, irgendwo an der Seite? Darf ich hier eben ja, kein Problem. Den nächsten dran lassen? Das ist meins, das ist meins. Kann mir mal einer diesen Kopfhörer?